Gibt es sowas wie eine Fake News Rally? Oh ja, und heute haben wir vielleicht die Mutter aller Fake News Rallies gesehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Seit das Thema Handelskrieg zwischen den USA und China eines der dominanten Themen ist, vielleicht neben der Fed-Politik, gibt es massenweise Fake News Rally. Aber das, was heute passiert ist, das hat doch ein bisschen die Dinge auf die Spitze getrieben. Und Ausgangspunkt war Donald Trump, der saß mit dem ägyptischen Staatschef Assisi und hat so ein paar Bemerkungen links und rechts dahergeschmissen und dann gleichzeitig gesagt, ja, die Chinesen, die haben uns jetzt zweimal angerufen, weil sie unbedingt einen Deal wollen. Die Aktienmärkte, bums, nach oben geschossen, hurra, der Handelsdeal ist also nahe, haben sich da manche wohl gedacht. Aber das waren reinste Fake News, wie sich dann rausgestellt hat. Und wir wollen uns die Geschichte dazu vielleicht mal anschauen. Wir haben hier zunächst den guten Eamon Javers, den ich Ihnen zeigen wollte. Hier ist er. Das ist der Mann, der, da ist er genauer gesagt, das ist der Mann von CNBC, der im Weißen Haus aktiv ist, immer mitreist, wenn Trump irgendwo unterwegs ist, so wie derzeit beim G7-Gipfel in Biarritz. Und da hatte Trump ja diese Äußerung getan, die Chinesen, die haben uns angerufen und die wollen unbedingt einen Deal. Und dann haben manche nachgefragt, nachdem die Chinesen dementiert haben, nee, also wir wissen nichts von Telefonanrufen und wir werden so oder so dann Gegenmaßnahmen gegen die von Trump am Freitag verkündeten neuen Zölle ergreifen. Da wurde dann mehrfach nachgefragt und da hat sich Trump dann plötzlich wortkarg gezeigt, je konkreter es wurde. Erst ist ihm Mnuchin beigesprungen, der US-Finanzminister. Ja, ja, man hat immer wieder mal so Gespräche, ganz klar. Und Trump hat dann auf erneute Nachfrage gesagt, naja, ich habe jetzt keine Lust mehr über Telefongespräche zu reden, ja oder nein. Also das war schon so ein bisschen das erste Verdachtsmoment, das man da haben konnte. Und dann ging die ganze Geschichte weiter. Reporter, haben Sie wirklich hier mit China telefoniert oder die US-Handelsdelegation? Und dann wieder Mnuchin, ja, da gab es so hinten und vorne ein paar Diskussionen. Trump hat das dann nochmal bestätigt. Andere sagen, naja, egal, ob das alles so passiert ist, Hauptsache die Märkte sind gestiegen, wie Jim Cramer bei CNBC. Aber das Interessante ist, dass Trump dann bei der Pressekonferenz mit Macron zusammen gesagt hat, ja, der chinesische Vizechef, Vizepremier Liu He, der hätte doch angerufen wahrscheinlich. Liu He hatte nämlich in einem Pressebeitrag heute Nacht gesagt, ja, er hätte ein großes Interesse daran, dass man diese Explosivität aus den Verhandlungen rausnimmt, dass man calm, also ruhig wieder agiert. Das war eine Spitze gegen Donald Trump, der ja alles andere als ruhig agiert. Und das hat offenkundig Trump verwechselt oder eben bewusst Fake News hier rausgehauen, indem er einfach gesagt hat, behauptet hat, ja, da haben uns zweimal die Chinesen angerufen. Wahrscheinlich war da ein Chinese in Peking oder wo auch immer, da ist ein Sack Reis umgefallen. Dann hat er aus Versehen eine amerikanische Telefonnummer gewählt, woraus die Amerikaner dann geschlossen haben, oh, die wollen direkt einen Handelsdeal haben und zwar sofort. Das hat man dann Trump mitgeteilt und der hat dann selbiges behauptet. Später dann in der Pressekonferenz mit Macron hat er nochmal gesagt, ja, die Chinesen, die verlieren doch so viele Jobs und wir haben so viele Einnahmen, also müssen doch die Chinesen einen Deal wollen. Naja, die Chinesen, die sitzen jetzt am längeren Hebel, denn Trump darf zwei Dinge nicht riskieren, dass die Wall Street abverkauft und dass dann auch die US-Wirtschaft in eine Rezession gelangt, denn Rezessionen sind Gift für Präsidenten, die wiedergewählt werden wollen. Was könnte China machen, um sozusagen das ganze Narrativ zu zerstören, das Trump ja immer aufbaut? Die Chinesen wollen den Deal, so eine Art Projektion. Man projiziert also das, was man selber will, möglicherweise in den anderen, in sein Gegenüber, in den Gegner. Die Chinesen könnten jetzt zum Beispiel einfach sagen, naja, angesichts dieser neuen Zölle sagen wir die für irgendwann September, ist nach wie vor nicht terminiert, irgendwann für September anstehenden Verhandlungen sagen wir erstmal ab. Damit würden sie Trump komplett widerlegen, würden diese ganzen Fake News, die die Trump-Administration ja scheint seit Monaten eigentlich bringen, widerlegen. Erinnern wir uns, wie oft gab es optimistische Meldungen von den USA ganz unmittelbar vor dem Abschluss. Das heute war nochmal ein echter Hingucker, ein echtes i-Tüpfelchen auf allen bisherigen Fake News Rallies. Und dabei sah die Sache ja nicht so richtig gut aus. Heute Morgen hatten wir dann schon, um jetzt mal nach Deutschland zu kommen, Trump hat sich auch über Deutschland geäußert, er hoffe, dass er da keine Zölle gegen deutsche Hersteller verhängen müsse, aber es geht auch so hier ganz schön zur Sache, der IFO-Index, schwächster Stand seit Ende 2012, es ist also sozusagen kein wirklicher Boden erstmal erkennbar, der Abschwung verlangsamt sich in seiner Dynamik,
Die Autoindustrie hat sich wieder ein bisschen erholt, aber es ist Chemie und Maschinenbau, die offenkundig schwer unter Druck kommen. Rezession kaum mehr zu vermeiden. Ifo sagt, das Beste, was passieren kann, wäre Nullwachstum, also eine 0%, wenn man nicht in die Rezession glitte, also ein Minus davor hat. Das wäre schon eigentlich das Allerbeste, was passieren kann. Schauen wir uns noch ein paar Reaktionen zu den Märkten an. Da haben wir unter anderem Sven Henrik, der das Phänomen versucht ein bisschen zu erklären. Die Märkte kümmern sich nicht, ob Trump lügte oder nicht, sondern sie kümmern sich darum, dass er offenkundig immer, wenn er einen auf die Kacke haut, auf Deutsch gesagt, nämlich mit den Zöllen, die er per Twitter jetzt am Freitag spätabends angekündigt hat, dann rudert er immer irgendwie wieder zurück. Und jetzt war es eben eine solche erfundene Geschichte von Donald Trump, die dieses Zurückrudern dargestellt hat. Die Algorithmen sind nicht darauf programmiert zu erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Das ist vielleicht das große Problem. Und die Algorithmen haben sich gesagt, ja, ja, der hat das doch gesagt, also muss das der Fall sein. Menschen müssten eigentlich schlauer sein, die Märkte müssten eigentlich schlauer sein. Wie oft haben wir schon diese Jubelmeldungen der Amerikaner gehört? Und wo stehen wir jetzt? Nämlich Zölle, Gegenzölle, neue Zölle, neue Gegenzölle etc. Das sind die Fakten. Fakt ist, dass ab 1. September, wenn jetzt nichts anderes geschieht, die Zölle erhoben werden, sowohl die Gegenzölle durch die Chinesen, die, weil sie in Asien ein bisschen früher dran sind, sogar damit beginnen werden, dann die Amerikaner. Das ist derzeit der Stand der Dinge. Fake News Rally hin oder her. Schauen wir uns noch eine Geschichte an, warum die Märkte am Freitag so ein bisschen, mit Abgaben reagiert hatten, respektive dann bei Eröffnung der Future-Märkte im asiatischen Handel am Sonntag. Denn es sind jetzt diese zusätzlichen Zölle, die richtig reinknallen für die Konsumenten auf der einen Seite und für die Firmen auf der anderen Seite. Das ist das, warum es jetzt langsam kritisch wird. Wenn man die Zölle weiter anhebt, dann werden bestimmte Margen nicht mehr darstellbar sein für US-Firmen, die eben diese Waren importieren. Und dann muss man die Preise anheben und dann funktioniert das Spiel von Trump nicht, das da lautet, ich haue neue Zölle raus, die Fed ist dann gezwungen, auf die nachgebenden Märkte, auf die nachgebende Wirtschaft zu reagieren mit Zinsen. Wenn sie die Zinsen senkt, dann kann ich wieder mal eine neue Bombe raushauen, dann dasselbe Spiel und so weiter und so fort. Aber wenn die Inflation steigt, dann wird die Fed damit größere Probleme haben, eben die Zinsen zu senken. Schauen wir uns die Charts an. Da haben wir zum Beispiel von Capital.com, da haben wir zum Beispiel Dollar-Yuan mit einem massiven Aufwärtsgap eröffnet im asiatischen Handel am Sonntag. Dann kam die Fake News von Donald Trump, aber seitdem geht es eigentlich wieder nach oben. Wir sind jetzt bei 7, knapp 17, also ganz deutlich über der 7er Marke. Da sehen wir schon, der Yuan glaubt nicht an diese Fake News von Donald Trump. Die Aktienmärkte offenkundig schon. Schauen wir uns hier erstmal die US-Indizes an, sehen wir hier den S&P 500 2871. Bums, dass die Kerze nach unten, aber dann eben diese Erholungswelle, diese zwei dicken Aufwärtskerzen nach der Fake News von Donald Trump. Ähnliches Bild bei anderen Indizes wie etwa dem Dow Jones, 25.866 Punkte. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der hält sich seitwärts 11.655, nicht so wahnsinnig viel passiert. Da hört man natürlich sehr genau drauf, was Donald Trump in Sachen Zölle gegen EU-Autos sagte. Merkel hatte Trump eingeladen. Er hat gesagt, ja, ich komme auf jeden Fall. Ich habe ja deutsches Blut in mir. Naja, am deutschen Wesen wird nicht immer die Welt genesen, wie wir inzwischen ja wissen. Dementsprechend wird man da sehen müssen, was da kommen wird. Wir haben den Euro-Dollar wieder etwas tiefer, 1,1111, weil angeblich positive Nachrichten in Sachen Handelsdeal dann meistens eben auch Dollar-positiv sind. Deswegen geht Euro-Dollar nach unten, auch wenn die Meldungen eben fake sind. Wir sehen ein ähnliches Bild bei Gold, das schon in der Nacht über 1550 Dollar hantierte. Sechsjahreshoch zum Euro auf einem neuen Allzeithoch. Das gelbe Metall und wir haben Crude Oil, das jetzt die Gewinne abgeben muss aufgrund der Fake News von Donald Trump. Mal sehen, wie es weitergeht, was die Chinesen tun werden. Werden sie reagieren auf die jetzt angehobenen Zölle, zumindest angedrohten Zölle von Donald Trump ja per Twitter am Freitag? Wird man möglicherweise sogar das Treffen absagen? Das wäre die wirksamste Methodik, um Trump noch mehr unter Druck zu setzen, der ohnehin schon Gegenwind hat bei den Republikanern, also bei seiner eigenen Partei, die sagt, du gehst zu weit, mein Lieber. Wenn die Wirtschaft absäuft, dann wollen wir damit nichts zu tun haben, dann musst du die Suppe selber auslöffeln. Und genau das will ja Trump vermeiden, mit solchen Fake News offenkundig immer wieder Fakten schaffen und dann mit Fake News Rhetorik die Sache reparieren. Wie lange kann das noch gelingen? Das ist die Frage. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Tschüss.